Ciao zusammen und willkommen zurück zu Farm Together. Ja, miau, sagt der Mäzekätzchen. So, wir sind wieder da. Ich habe jetzt schon mal die neuen Häuser hingestellt. Die dauern ziemlich lange, bis ich die weiterbauen kann. Und natürlich die alten Häuser hingestellt, so an eine Linie. Dann habe ich hier, wie ihr sehen könnt, die Helfer reingepflanzt, so ein wenig das angepasst. Ich komme nicht hinterher, alle Tiere abzuernten. Sieht jetzt aktuell eigentlich so auf der Map aus. Da hier auf der linken Seite bin ich noch nicht so weit bei den Tieren, dass ich die Helfer reinstellen kann. Das muss ich noch abzählen. Aber jetzt hier sehe ich gerade, dass ich unbedingt dann für die eine Quest noch die Tiere machen muss. Aber so kann ich wenigstens mal, je nachdem, die Helfer reinstellen, damit die das bewirtschaften. Es ist immens. Also die sind andauernd, habe ich das Gefühl, dass die fertig sind. Aber wir haben hier dann mittig von der 7 zur 14 in der Mitte. Hier sind die Stände, die haben wir in dem letzten Video zusammen hingestellt. Dann kommen hier alle Häuser. Sollten mehr kommen, muss ich dann schauen, ob ich es ein bisschen zusammenrücken werde. Jetzt, was fehlt natürlich? Das ist hier, sind diese Stationen, wo ich ehrlich gesagt nicht ganz sicher bin, was ich machen soll mit denen. Ich glaube, ich werde die tatsächlich im Moment gerade noch hier stehen lassen. Meine Idee wäre das, so hier mittig hier reinzunehmen, geradeaus. Ich bin mir nicht schlüssig, ehrlich, also keine Ahnung. Aber was fehlt? Na, die lieben guten Fische. Ich habe, jetzt muss ich überlegen, wo das war, bei einem Helfer eine Range freigelassen. Das habe ich markiert, nämlich mit zwei Feldern. Der hat hier nämlich Platz, ich würde hier Fische reinlaufen lassen bei ihm. Wie ihr wisst, ist es ja so, dass die Fische mit 1000 aufhören. Also ein Becken darf maximal 1000 Fische beinhalten. Da müssen wir natürlich jetzt schauen, dass wir das auch einhalten. Ich habe da gedacht, hier war ein Feld übrig, dass ich hier beginne. Irgendwo müssen wir anfangen. Und ich muss natürlich schauen, welche Fische miteinander verknüpft werden können. Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich überhaupt hinstellen soll. Ich habe keinen Plan. Ich ziehe das jetzt mal hier rüber. Ich glaube, ich mache irgendwie auch von jedem so 1,90 Stück. So, die vermischen sich ja. Ich werde jetzt mit diesem, ich sage dem immer so, Mischbecken anfangen. Ringsherum ziehen. Mal schauen, wie weit das wir kommen. Irgendwo wird sich dann das Ganze teilen. Ich bin mir gerade überlegen, ob ich in jede Helfer-Range das reinziehen soll, weil die haben ja mega viel zu tun. Ich weiß nicht. Mal schauen. Also hier müsste ich jetzt gucken, ob ich... Ich glaube, ich nehme hier einen Baum weg. Das geht mir darum, wenn ich jetzt eine Zeit lang noch nicht online sein sollte, da werden so viele Fische zusammenkommen, dass das eine schon mit dem Füttern und Abernten und allem, das wird ein bisschen viel. Ich ziehe das jetzt bei dem auch rein. Und dann werde ich auch hier, das ist auch so ein blöder Fehler, keine Ahnung wieso.
das hier so machen. Weil ich werde das dann später noch ausfüllen mit Fischen. Da hinten, da soll man gar nicht groß hin. Also das habe ich nicht eingeplant, dass da irgendwie man da hinten sich rumgammelt oder wenn man ernten kommt und so. Das ist auch nicht schön geworden, aber eben. Ich mache die hier absichtlich weg, also das werde ich dann, ich muss da die genauen Abstände mal anschauen und wo natürlich diese Haltestellen nützlich sind. Aber erstmal ist mein Ziel so in die Mitte zu kommen und dann schlussendlich zu den Bäumen. Das habe ich nicht gezählt. Wie viele haben wir da? 78. Mal hüpfen. Dann kommt der Stör. Den setze ich um. Da sind wir sicher mal noch froh. Stör hatten wir. So. Okay. Ich werde das jetzt hier auffüllen. Und zwar einfach mit dem nächsten Fisch mal. Es wird dann später wird da schon noch ein Zaun hinkommen. Ich muss auch immer so ein wenig im Auge behalten, dass ich nicht über 1000 komme, damit es mir das Becken nicht halbiert. Das ist dann immer so blöd. Das halbiert meistens an ganz, ganz blöden Orten, dass das dann auseinanderquillt. Deswegen mache ich jetzt schon mal hier. Ich glaube, ich bin jetzt etwa auf, keine Ahnung, 400-500. Aber wir haben jetzt hier dann in diesem ersten Becken einfach zwei Helfer schon mal, die auf jeden Fall das abfischen können. So. Da haben wir jetzt... Oh! 125! Okay. Alles klar. Das war ein bisschen zu viel. Machen wir da weiter. Und hier 87. Also, muss nicht alles. Oh nein! Nein, 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 nein. War nicht so gemeint. So, die Dori.
hier voll und sind wir auch etwa auf 100 circa. 84. Okay, Schwertfisch. Ich könnte es eigentlich gleich ausfüllen, ne? Mal kurz schauen. Wir haben hier, ich rechne jetzt grob, 100, 200, 300, 400, 500. Okay, 900. Ich muss hier stoppen. Dann wird es uns nämlich das Becken teilen. Okay. Das ist eben das Problem. Wenn ich jetzt weitermache, das wird es wahrscheinlich irgendwo teilen, wo es blöd ist. Jedenfalls, ich hatte immer das schöne Glück, dass das so war. Ich mache jetzt hier Schilf hin. Und werde, jetzt muss ich überlegen, da hinten kommt nochmal ein Helfer. Erstmal sicher das hier weghauen. Weil hier hinten hin müssen wir nicht. Mach das mal erst provisorisch hier hin. Die nächste Fischsorte. Wo sind wir stehen geblieben, Mensch? Und da, ich füll auf. Komm, das ist egal. Renne ich da tausendmal hin und her. Der geht auch da. Weil ich brauche dann noch fixe Helfer, die mir die speziellen Tiere versorgen. Also da, wo ich nur 18 setzen kann, die habe ich noch nicht gesetzt. Von den Events. Das habe ich nicht gezählt. 72. So. Nemo darf natürlich nicht fehlen. Das nehme ich auch weg. Stellen wir hier, warte, wo ist, hier ist die Range. Ah, sehr gut. What? Habe ich jetzt das Ding nicht mitgenommen? Da war doch eine Haltestelle, habe ich nicht mitgenommen. Okay. Okay, also ich werde jetzt hier einen Baum wegnehmen.
damit wir mit der nächsten Fischsorte, mit dem Karpfen, da rein können. Auch zwei. So, also immer daran denken, ne? Wir haben angefangen hier, 79, 79. Okay, da können wir eigentlich noch eins drauflegen. Weil ich will da noch ein bisschen eine Range rausziehen, deswegen, ich möchte nicht irgendwie genau auf 1000 kommen und dann geht nichts mehr. Ich werde es euch dann gleich zeigen. Okay, also. Gut, warte, ich gehe jetzt mal hier zurück. Und zwar wäre, oder hätte ich mir vorgestellt, ich muss so sagen, bin ich da gerade saublöd. Ich möchte eben dann hier das rausziehen. Das Unterteilen kommt dann links und rechts, kommt dann ein Weg hin. Aber nicht bis ganz nach hinten. Ich zeige euch das mal. Jetzt haben wir da immer hier 97, 84. Kann ich leider jetzt nicht in den Tracker. Also mein Plan wäre schon mindestens von jeder Sorte so 90 bis 100, mehr ist es okay. Von jeder Sorte so viel zu haben hier, den Nemo noch reinnehmen. Deswegen will ich ja nicht alles auskosten mit 1000er Becken, ne? Dass das, weil ich eben solche Aktionen da starten möchte, dass das wirklich in die Map reinfließt mit den Fischen. Und dazu brauche ich natürlich... den Platz, wo haben wir noch wenig oder zu wenig? Also. Ich mache das jetzt hier bündig. Wahrscheinlich werde ich es dann noch weiter rausziehen, weil den Weg hier haben wir ja. Aber da würde ich dann eben gerne mit Dekorationen noch arbeiten. Also das muss ich mir noch ganz genau überlegen, wie ich das machen möchte. Aber jetzt seht ihr hier schon, wo ich jetzt stehe, ne? Da kann ich es rausziehen. Dasselbe ist eigentlich hier bei der 14 der Fall. Wie hier. Jetzt werde ich das nämlich hier dann auch machen, dass ich das rausziehen werde.
Hammerhai. Ist der separat? Ich weiß es nicht mehr. Ich liebe den Kugelfisch. Ich bin nicht sicher. Muss ich testen. Ich weiß es gar nicht mehr. Das mache ich jetzt aber offscreen. So ein bisschen das Ausarbeiten. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn sicher die meisten Fische gesetzt sind. Bis dann. Tschüss.